Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam das große Thema Stress anschauen können. Und zwar nicht nur aus ayurvedischer Sicht, sondern ich möchte dir gerne auch ein paar Hintergrundinformationen geben, was Stress allgemein eigentlich ist. Wir alle kennen den Stress, wir alle fühlen uns zwischendurch angespannt und merken, dass das Leben einfach sehr, sehr schnell geworden ist. Was ist Stress eigentlich? Nun, Stress ist eigentlich eine biologische Antwort von unserem Körper, von unserem Geist auf eine Gefahrensituation, um uns davor zu schützen, dass uns nichts passiert. Das heißt, das ist biologisch schon ganz, ganz lange in uns verankert und die Menschen hätten nicht überlebt, wenn sie nicht auf Stress hätten reagieren können. Das heißt, wenn dein Geist etwas als Gefahr wahrnimmt, ob das jetzt eine reelle Gefahr ist oder ein Gedanke, den du dir machst, läuft eine Reaktion in deinem Körper ab, die sozusagen dem ganzen Körper signalisiert, wir müssen jetzt in eine Anspannung, in einen wachen Zustand kommen, um auf diese potenzielle Gefahr reagieren zu können. Dafür werden ganz viele verschiedene Hormone ausgeschüttet, dein Nervensystem wird aktiviert und vor allem das Nervensystem oder der Teil des Nervensystems, der eben für diese Stressreaktion zuständig ist. Idealerweise sind wir dann in diesem Anspannungszustand und der Körper reagiert dann, indem er diese Gefahr beseitigen kann oder davor wegrennen kann. Und ganz, ganz wichtig, jede Stressreaktion sollte eigentlich abgeschlossen werden mit einer Entspannung und wieder einem guten Grundzustand. Das Problem heutzutage ist, dass wir meistens in diesem Stress, in dieser Anspannung stecken bleiben und dann ein neuer Reiz kommt, den wir als Gefahr wahrnehmen und sich sozusagen diese Stressantwort immer wiederholt und wir in einer Art Teufelskreislauf sind, dass wir sozusagen immer im Stress sind und nie in die Entspannung kommen oder nie so richtig in die Entspannung kommen. Und das ist das, was wir als chronischen Stress bezeichnen. Der Ayurveda sieht den Stress ähnlich. Im Ayurveda geht man davon aus, dass der Stress etwas ist, was uns sehr in die Aktivierung bringt, also sehr in das Feurige, in das Aufmerksame. Und das ist natürlich eine Energie oder ein Element, was wir im Leben brauchen. Wir brauchen dieses Feuer, um aktiv zu sein. Aber auch hier, wenn das Feuer immer und immer brennt und zwischendurch keine Ruhe da ist, keine Regeneration, keine Entspannung, also wenn wir das Erdige, das Ausgleichende nicht mehr haben, dann brennt unsere innere Flamme irgendwann so stark und ja, kann so überhand nehmen, dass wir richtig ausbrennen. Und das kennen wir in der heutigen Zeit auch als das wichtige Thema Burnout. Das heißt, auch im Ayurveda wird sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wir nicht zu sehr im Feuer unterwegs sind, sondern zwischendurch immer wieder in die Kühlung kommen können, uns erden können und in die Ruhe.